Fortsetzung 2. Was haben die Fliesen mit dem Krankenhaus zu tun? Das ist richtig. Du weißt aber nicht, wenn jemand den Weitblick verlässt und die Überschaubarkeit, Tiefgang, Mont Blanc Fliesen und natürlich hat Menschrettung Vorrang, ja? Aber es hängt so viel daran an diesen Fliesen, dass die gesichert werden müssen, wohin auch immer, vielleicht nach Karlsruhe zum Stefan oder wie auch immer. Ich habe keinen Platz, ja, ja. Da kann ich dir nicht helfen. Nein, okay, also in Bochum hat eben der Omet gesagt, ein Automechaniker, der sich selbstständig gemacht hat, wenn jemand da ist und fährt sie nach Bochum, sofort lebenslang, weil ich habe ihn gerettet, sein Leben, sein Vater, ja? Den Omet, vor 20 Jahren hat er in Nürnberg gewohnt. Und da war er im Krankenhaus und ich habe ihn gerettet und er sagte, das vergisst er nie mehr. Und da siehst du mal, dass so etwas auch noch in irgendeiner Weise, wie sagt man, Wert bedeutet, ne? Einem Menschen. Ja, ja, ja. Ja, er war aus dem Irak gekommen und da war es sehr, sehr gefährlich. Und der wäre ja fast ums Leben gekommen. Und jetzt ist er eben in Bochum, hat sich selbstständig gemacht und hat eben da eine tolle Werkstatt aufgebaut und ist sehr, sehr gefragt, weil er ein sehr dankbarer Unternehmer ist, ja, als Werkstattinhaber und als Reparaturservice. Ich habe jetzt den Namen nicht. Wie viele Quadratmeter Fliesen sind das und was sprichst du da? Die meisten sind in der Garage. Aber das sind ein paar Reste. Ich habe jetzt ein Bild, aber das müsste ich halt dir senden. Das sind zwei Bilder. Ja, aber ich meine, ich habe keinen Platz, wenn ich. Ja, ja. Es geht nur darum. Nein. Schon verstanden. Bitte, vergaloppier dich nicht in der Kommunikationsrichtung. Wie gesagt, es gibt bestimmt ein Grund, warum ich den Vogel hier als Hintergrund habe. Zum Teil kannst du dir das ja auch bildlich vorstellen, weil du sehr gut Schach spielen kannst und dann auch den Tiefgang verstehst, warum ich so aufzeichne. Es geht einfach darum, Zeichen zu setzen und wenn es einer in Berlin ist, weil ich habe mit einem Hausmeister gesprochen, der kennt den anderen Hausmeister vom Bundestag und dann habe ich gesagt, ihr habt doch unten neu gefliest im Bundestag, ne? Und da gibt es doch mit Sicherheit eine Ecke, das wäre doch ein Hammerdreh, dass es jemanden in Nürnberg gibt, weil es gibt einen Spediteur, der hat gesagt, wenn du den Ort hast, ich fahre dir diese, naja, 30 oder 40 Fliesen, also 30 cm mal 40 cm und dann halt ein paar kleinere Ecken, ne? Weil die extrem wichtig sind zu diesem Werk, zu diesem Kunstwerk. Ich fahre sie dir dann an dem Ort deiner Wünsche hin, ja? Okay? Und dann hab ich jetzt gesagt, je weiter weg das möglich ist, oder gleich nach Roland Garros gegenüber. Vom Eingang Suzanne Longlain, das ist der Hintereingang, der Presseeingang der französischen Tennismeisterschaften in dieses Marmorhaus. Okay? Die waren so gastfreundlich. Warst du schon mal in Paris? Das war jetzt die lustigste Frage. Hast du die Bilder noch nicht gesehen, ne? Warte mal. Ja, das war die lustigste Frage. War ich schon mal in Paris? Berechtigt. In Roland Garros, ja, also. Ja, sein können, dass du mal dort warst, ne? Ja, das war filmreif. In meiner Jugendzeit als begeisterter Tennisspieler und Fan. Was heißt Fan? Naja, ich wollte einfach Mats Wielander treffen, ne? So wie Herrn José Manuel Barroso und die anderen Präsidenten dieser Welt. Und als das Fahrrad dort beim Hintereingang war, jetzt machen wir zufällig einen kurzen Sprung, weil du jetzt gefragt hast, ob ich schon mal dort war, sind die so nervös geworden, dass dann 17 oder 15, lassen wir es bei 15, 15 Polizeimotorräder inklusive Kleinpolizeiwagen
angerauscht sind, weil ich ja gegenüber vom Akkreditivcenter bei dieser Marmorfamilie, bei diesem Haus da so reingegangen bin. Und ich wusste nicht, dass das ein sehr, sehr hoher, wie sagt man, Präsident mal war. Und die sind nervös geworden mit diesem Fahrrad, weil man kann ja da was täuschen und da kann ja was hochgehen, ne? Oder so, eine Fernsehstation kann ja da hochgehen, wenn da eine Rohrbombe drin ist. Das wusste ich nicht. Und dann haben sie aber gesehen, dass da hochprominente Bilder drauf sind. Ali war noch nicht drauf, weil das war ja kurz vor Ali. Ich war ja 2006 bei Ali, genau. Und das war vorher. Ja, das war halt enorm. Und somit habe ich diese Familie sehr ans Herz wachsen bekommen dürfen. Und sie hat gesagt, also so etwas hat sie noch nie gesehen. Das ist incroyable, incroyable, incroyable. Ich hätte ja ein Rap machen können, so oft hat sie das gesagt. Ne? Und das verbindet. Wenn ich jetzt wieder mal dorthin fahre, zuerst dorthin. Kein Problem, ich gehe mit ihnen da rein. Alle stehen in der Schlange und die geht mit mir so vorbei. Na klar, weil sie kannte auch Philippe Chatrier. Also der französische Tennispräsident, ja? Der Präsident des französischen Tennisbundes, Philippe Chatrier. Danach ist ein Platz benannt. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn ich mit diesen Karätern kommuniziert habe und dürfen, und dann danach war die Begegnung mit Henri Legrand, weil er sich erinnert hat, als er mir eine Watschen in Stuttgart am Killesberg, Weißenhof, also da gibt es dieses legendäre Tennisturnier, Tennisclub Weißenhof, ne? Sagt dir das was? Naja, sagt mir was. Ah, okay, ja. Und dann setzte ich mich an eine sehr nette Brünette. Ah, hat sich jetzt gereimt. Nice, nice. Und ich habe so gesagt, nice, nice. Und dann schaut er mich an mit seinen coolen Augen. Was soll das denn? Und da habe ich gedacht, ich kriege jetzt gleich eine freundliche, natürliche Pfeife. Also Backpfeife sozusagen. Also das sind die Erlebnisse aus dem Tennis. Das ist jetzt dieser Sprung, ja. Und da siehst du, mit welcher Liga ich eben da kommuniziert hatte. Und jetzt auf einmal gibt es eben diese gesellschaftlichen Niedrigkeiten und Widrigkeiten. Und das kann man so nicht stehen lassen. Und deswegen memoriere ich das. Und dann kann wieder ein Sender sagen, ey, du, pass auf, hast du was Neues drum? Sag ich, ja, ganz besonders. Schau doch mal rein. Galacom.tv, wenn der Vogel spricht. Und unter diesem Aspekt werde ich dir auch einen Link senden. Das ist Entertainment mal live und im Hintergrund. Wie bitte? Wenn der Vogel spricht. Ja, genau. Na klar, wenn der Vogel spricht, weil legendär es ist, weil es legendär ist, wenn du wüsstest, was der Hintergrund von diesem Gespräch, hast du ja erfahren, aber der Hintergrund von diesem Vogel, das ist aus dem, wie sagt man, wertvollsten Laden Mont Blanc, der in Nürnberg aufgelöst worden ist, sind das die Utensilien, die jetzt praktisch weiterleben, als Hintergrund, in blauem Leder. Exklusiver geht es kaum, einen, vielleicht Cartier gibt es noch, also ich möchte das nicht in Abrede stellen, und wie gesagt, das war eine Blitzentscheidung, dass ein Handwerker gesagt hat, nehmen Sie, was Sie mitnehmen können. Und dann sage ich, ja, ich habe nur zwei Hände und im Moment habe ich 10 Finger nur. Im Moment, sage ich. Und das war sein Lichtblitz. Das ist ein Elektriker, ein Bühnentechniker, ein namhafter aus Unterfranken. Und dem habe ich zu verdanken, dass ich bis auf 2 Tresore und 3 kleine Vitrinen, ne?
so Panzervitrinen, weil diese Kugelschreiber kosten teilweise 16.000 Euro, 12.000 Euro, 11.000 Euro, 1.500 Euro, ja? Und die waren da drin. Und den Rest, bis auf die Decke. Die Decke habe ich nicht. Aber die Regale, die habe ich. Die Panzerregale, die habe ich. Hammer, oder? Schön, du suchst ja mal eine größere Wohnung und richtest dich mal vernünftig ein. Einen Moment bitte für die Untermalung. Mal einladen, da komme ich auch mal vorbei. Das wird dann ein Mont Blanc-Zimmer. Ein Aufsagerzimmer live vom Mont Blanc. Der andere Mont Blanc. Das wird der Hammer. Das wird der Hammer. Und deswegen, ich weiß, was ich tue. Und das kann nur ich wissen. Weil Einstein hat auch niemand begriffen. Das konnte nur er begreifen, was er macht. Und das, was du machst, das kannst nur du am besten wissen und kein anderer. Es gibt nur ein Original. Das bist du, das bin ich, das ist Einstein. Jetzt habe ich leider Einstein zuletzt genannt. Entschuldigen Sie, die Nachfahren. Ja, aber zu guter Letzt, wenn wir schon so wunderbar jetzt am Fersen sind, Herr Duschmalé, Roche, Erbe, einer der beiden. Genau aus dem Grund. Wie Duschmalé? Ja. Also nicht Manet, nicht Duschmalé, also aus der Dusche und Manet, der jetzt bei Bayern spielt, sondern Duschmalé, okay? Malé, ja. Jörg Duschmalé ist ja derjenige, der in Basel die Erlaubnis hat, jetzt einen dritten Tower zu bauen und hat gesagt, naja, das ging ja ganz schnell. Da gibt es nicht groß irgendwie vertraglich etwas zu verankern. Wir unterstützen ja schon die Stadt Basel genug und haben ja gesehen, was durch diese beiden Towers, die Pharma Towers, okay, realisiert worden ist und eingebracht worden ist. Und aus diesem Grund hat er gesagt, war das sehr unbürokratisch. Und ich habe von Davidoff, nicht Cool Water, sondern Davidoff Indoor, Basel Tennis Grand Prix, einen Manager kennengelernt und der kennt Jörg Duschmalé und er sagt, ja, du Win, ihr seid zwei Vögel, ihr passt wunderbar zusammen. Ich sage, ja, es gibt einen kleinen Unterschied. Der Herr Jörg Duschmalé ist Multimilliardär und ich bin erst auf dem Weg. Ich bin erst auf dem Weg dorthin. Und dann habe ich gesagt, aber du kannst die Straße bitte teeren für mich. Ja, ein Freund von mir, der ist Straßenbaumeister. Und dann sage ich, naja, dann bitte ab, sofort anrufen. Wir machen, und das war der Gag, ne? Jetzt wirst du lachen. Und dann sage ich, naja, dann machen wir doch einen Straßenweg, der wird geteert. Und auf der einen Seite stehe ich. Und dass ich da drüber laufen kann, wenn die Straße fertig ist, ist natürlich noch heiß, ne? Ist sowieso immer ein heißer Weg, wenn man auch jetzt über die Straßen geht, ne? Bei 40 Grad morgen, glaube ich. Dann auf der anderen Seite steht Herr Duschmalé. Und dann Jörg Duschmalé, Entschuldigung, so viel Platz muss sein, auch im Video. Und dann sagt er, gute Idee. Da sage ich, man vergisst sie nie mehr. Weil das, was ich da dann sequenziere, das schicke ich dann einem anderen Präsidenten und sage, so, aber nicht, den nenne ich nicht, Entschuldigung. Wie gesagt, und das sind Memos, die jetzt auch der Herr Peter Faes von UBS, United Banks of Switzerland, man muss sie erleben. Ich kann sie nicht beschreiben, wen ich da gerade getroffen habe, aber das ist so abgefahren, dass es schon wieder ein Kunstwerk ist, ihnen zuzuhören. Und das habe ich, nachdem ich dann Gérard Depardieu kennengelernt habe in Hannover in der TUI Arena, da war Peter Faes neben mir gestanden mit Christoph Gottschalk. Genau, so war das. Weil Christoph Gottschalk macht ja das Private oder das Geschäftliche von Thomas Gottschalk. Da ist das entstanden, das Bild. Und diese Leute muss ich wieder treffen. Das ist die Liga der Ligen. Die haben PS in den Birnen. In diesem Sinne, wunderbar, galacom.tv zu erreichen unter tvgalacom@gmail.com.